deine Freunde noch leben? Erinnerst du dich an alle, die bereits gestorben sind? Weißt du noch, was ihre letzten Worte waren? Wartet auf mich! Ich bin sofort wieder da! Nur noch diesen Gang entlang. Hoffentlich finde ich den Kristall da auch. Ich bin für alle die letzte Hoffnung. Gut gemacht, Nocht! Gib mir Kraft für den Kampf. Was? Der König des Lichts. Du kannst ihn tatsächlich berühren. Es war einmal vor langer Zeit eine Welt, die von einer unheilbaren Plage heimgesucht wurde. Ein kleines Mitbringsel des Meteors. Dunkle Parasiten befielen Eos und verwandelten ihre Wirte in seelenlose Monster. In Lucis lebte ein Mann, der die Kranken heilen konnte. Er bewahrte sie vor ihrem Schicksal, indem er Scharen von Parasiten in seinen eigenen Körper aufnahm. Doch ein missgünstiger König, selbst noch nicht erwählt, fürchtete sich vor der Selbstlosigkeit des Mannes und ließ ihn töten. Er denunzierte ihn als Monster. Ich heiße tatsächlich Aden, allerdings nur in Kurzform. Den Nachnamen habe ich ausgelassen. Aden Luces Kylum, mein Name. Von wem war nochmal der Name Isumir? Dich als Sterblichen zu töten bringt mir gar nichts. Werde eins mit dem Kristall, werde zum König des Lichts. Dann werde ich dich, den Kristall und die Kraft, zusammen vernichten und endlich meine lang ersehnte Rache nehmen. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich amüsiere mich hier, bis du zurückkommst. Auserwählt. Werde eins mit dem Kristall, erhebe dich zum wahren König des Lichts. Dies ist die Prüfung, die ich, der Schwertgott Bahamut, dir auferlege.
des Planeten Rot. Dieser heilige Ort birgt die Kraft, die der erwählte König braucht, um seine Bestimmung zu erfüllen.
Umbra. Sie warten in Hammerhead? Auf mich? Wo sind bloß alle hin? Dann mal los. Was hast du, Umbra? Da kommt was. Ein Auto?
Majestät? Ja? Ich bin's. Talcott. Talcott Hester. Der Enkel von Jared. Talcott? Genau. Das kann nicht sein. Doch. Willkommen zurück, König Noctis. Ja. Doch. Ist er. Wie? Einen Moment. Majestät, er möchte mit euch sprechen. Das hat Zeit, bis wir uns sehen. Er meint, das hat Zeit. Okay. Verstanden. Bis dann. Ich bin so froh, dass ihr zurück seid, Euer Majestät. Lasst die Förmlichkeiten. Wir sind doch Freunde. Stimmt. Auch wenn wir uns 10 Jahre nicht gesehen haben. 10 Jahre? Die anderen können es sicher auch gar nicht glauben. Wo sind eigentlich alle? Normalerweise in Lestallo. Aber hin und wieder auch in Hammerhead. Ach. Ja. Schließlich ist die Werkstatt immer noch dort. Manchmal geben sie Sydney Geleitschutz oder bringen ihr Ersatzteile. Sowas halt. Verstehe. Ach, übrigens sind heute alle in der Nähe von Hammerhead. Darum treffen wir uns dort mit ihnen. An dem Tag, als du verschwunden bist, ist die ewige Nacht über Eos eingebrochen. Dank des Meteors gibt es in Lestallum noch Licht. Alle Menschen drängen sich dort auf engstem Raum. Und andere Orte? Die sind so oft von Sichern angegriffen worden, bis irgendwann nichts als Trümmer übrig waren. Eigentlich wird selbst Hammerhead mittlerweile kaum noch als Werkstatt genutzt. Es ist eher zum Stützpunkt für Jäger geworden. Im Grunde ein Wunder, dass dort überhaupt noch Betrieb herrscht. Alle anderen Läden haben dicht gemacht. Es sitzt noch am Leben. Ja, keine Sorge. Aber er ist noch mürrischer als früher, weil er in letzter Zeit ziemlich oft krank ist. Ich glaube, er hat den Umzug nach Lestallum nicht verkraftet. Die Leute wollten zwar, dass er die Werkstatt ebenfalls verlegt, aber Sid hat einen riesen Fass aufgemacht. Meinte, dass es keine gewöhnliche Werkstatt sei und es in Lestallum nicht dasselbe wäre. Ja, das klingt ganz nach ihm. Zum Glück kommt Sydney nach ihrem Opa. Sie hat sich bereit erklärt, die Werkstatt weiterzuführen. Und Sid, tja, dessen einzige Freude ist mittlerweile das gute Essen, das Ignis ihm manchmal vorbeibringt. Dass die Siecher auf einmal überall waren, hat natürlich zahlreiche Opfer gefordert. General Kor und Iris leiten daher die Organisation von koordinierten Jagdoperationen. Gladio, Ignis und Prompto helfen allen, wo sie nur können. Prompto ist meistens mit der Verteidigung von Hammerhead beschäftigt. Leider hat Sydney so viel zu tun, dass sie kaum Zeit für ihn hat. Und Ignis? Der kämpft auch mit. Anfangs wollten ihn die anderen davon abhalten. Dann haben sie allerdings eingesehen, dass bei der Dunkelheit eh niemand was sehen kann. Er ist immer noch blind? Ja, leider. Aber er kommt sehr gut alleine klar. Keine Sorge. Weißt du, Gladio, Prompto und Ignis sind normalerweise überhaupt nicht mehr zusammen zu sehen. Sie kämpfen alle an eigenen Fronten. Aber hin und wieder arbeiten sie auch zusammen. Ach so. Noctis, wir sind da. Die anderen können es sicher kaum erwarten. Ach so, ich bleib übrigens auch noch etwas hier. Sag einfach Bescheid, wenn ich irgendwie helfen kann. Okay? Na? Was heißt hier na? Hast dir ja ganz schön Zeit gelassen. Noct, bist du es wirklich? Oh Mann! Natürlich, wer denn sonst? Nett, dass du auch mal aufkreuzt. Ging nicht schneller. Es gibt viel zu bereden.
Gehen wir rein. Tachchen. Die Firma dankt.